Hi, und wir machen weiter mit der Abschlussarbeit, weil wir haben jetzt schon insgesamt dreimal den Durchlauf gehabt. Hier sieht man schon 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Und die Oberfläche sieht wirklich schon sehr sauber aus. Das heißt, meine Arbeit ist hier eigentlich getan. Jetzt wird es nochmal abgeschabt. Und dann vorerst mal dahingestellt, weil mit denen geht es dann ja, nachdem das Altwachs auch gesäubert wird, geht es mit den Neuwachsklumpen weiter. Die werden Mittelwände draus produziert und wir gießen auch für die Kunden die Wachsbarren in den kleinen circa 50 Gramm Barren und in die Kiloblöcke. Da gibt es dann auch nochmal ein Video zu. Mir ist hier ein kleines Missgeschick, auch passiert. Hab gedacht, nee, das muss ich unbedingt im Bilde lassen, weil das sieht ja echt cool aus. Das ist wie so eine Tropfsteinhöhle, das ist Kunst. Und bei Bienenwachs, das ist halt das Schöne an der Arbeit, da kann halt eigentlich nichts. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich es wegwerfen muss. Allerdings will ich das jetzt auch nicht mehr in meinen Frischwachs reingeben, wo ich schon drei Durchgänge hatte. Da war nämlich vielleicht ein bisschen Schmutz hier auf der Platte, auf der Tischplatte. Und das reichert sich dann hier sofort. Zack, hat man es hier wieder hängen. Hier auch, hier auch. Also wäre ich jetzt schön blöd, das dann nochmal hier reinzuschmeißen im dritten Vorgang. Das geht einfach ins Altwachs rein. Und ich ziehe nachher in der Kiloangabe, weil was haben wir hier? Das sind circa 200 Gramm Bienenwachs. Und das geht, wie gesagt, in den ersten Durchlauf vom Altwachs rein. Von daher ist der Rohstoff nicht verloren. Geht auf jeden Fall mal in unsere Kratzetage. Sauber machen mache ich das nächste Mal, weil wenn ich hier jetzt zu viel rüttel, das Bienenwachs ist ja jetzt wirklich randvoll, ich werde auch nicht öffnen. Es ist ja hier übergelaufen. Also sprich, dieses Kunstwerk kam zustande, weil ich leider mich um ja, circa 2 cm verkalkuliert habe. Also ich habe die letzten Wachsblöcke gestern reingeschmissen und habe den Pegel hier oben gehabt. Und es war alles schon flüssig. Und dann hatte ich noch ein bisschen Bienenwachs übrig. Das war nur noch so eine kleine Restplatte. Und die habe ich auch reingeschmissen. Und dann war der Pegel hier. Also eigentlich so, dass man sagt, das ist alles noch okay, nur das Bienenwachs dehnt sich halt aus. Also sprich, wenn es kalt wird, zieht sich's zusammen, im flüssigen Zustand dehnt sich's aus. Und so kann eben, wenn ich da jetzt hartes Bienenwachs reinschmeiß und der Pegel ist hier, wenn das harte Bienenwachs geschmolzen ist, ist der Pegel halt einen Ticken höher. Ja, und deswegen kann mal passieren, so ein Missgeschick. Aber mehr werde ich da jetzt nicht säubern, sondern erstmal das Bienenwachs ablassen, weil jede Bewegung führt ja dazu, dass da wieder was schwabbelt. Übrigens alles, was auch hier nicht mehr lösbar ist, also zwei Methoden mit Heißluftföhn, die Endreinigung und die Vorreinigung geht gerade mit einem Stockmeißel, da fährt man einfach so drüber und dann geht das Bienenwachs wieder im nächsten Prozess rein. Gut, erstmal brauchen wir wieder unser Wasser. Entkalkt selbstverständlich. Und wir können in der Zwischenzeit genau hier den Hahn wieder verflüssigen. Ist bestimmt wieder fest. Schauen wir mal. Jawohl, ist wieder fest. Ich schneide übrigens, habe ich auch in den letzten Videos gemacht, die Sequenzen von solchen Arbeiten, das schneide ich euch raus. Weil sonst könnt ihr mir jetzt zugucken, wie ich hier eine halbe, dreiviertel Minute nur am Föhnen bin und immer dasselbe mache. Hat genauso lange gedauert, wie dieser Wasserkocher hier kaltes Wasser zum Kochen gebracht hat. Wir brauchen 3 Töpfe im Insgesamten, also 3 Hotbox. Das, was da jetzt drin ist in dem Wachsklärbehälter, ist jetzt noch die letzte Charge von meinem
Naturwabenbau-Bienenwachs, wo später in der Handelsbezeichnung von Bivetal unter Kosmetikwachs in den Handel kommt. Käufer von so einem kostbaren Bienenwachs kann ich noch nicht mal sagen. Es ist eine spezielle Gruppe. Es ist wirklich querbeet. Es ist von Beruf bis hin zu Privatleuten. Und Bienenwachs kann man ja für so unglaublich viele Sachen auch benutzen. Und es ist mir auch tatsächlich eine richtige Ehre und Freude, dieses Produkt auch den Menschen hier zugänglich zu machen. Okay, dann kann ich mal zeigen, was ich da vorhin meinte. Ja, auch schön an den Deckel rangegangen, das Ganze. Auch da nehme ich jetzt was Bestes in Heißluftschirm. Heiß, 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 heiß. Aua, aua, aua. Okay. Da darf halt echt nichts daneben gehen, sonst verbrennt man sich. Okay. Ja, und mit sowas hier gibt es dann auch einen schönen Trick, weil ich könnte es jetzt abschaben, aber das ganze Ding ist ja heiß. Und ihr seht, hier in der Mitte muss ich ja eigentlich gar nichts machen. Und das ist hier oben nicht geschmolzen, das liegt einfach daran, dass es hier oben nicht ausreichend heiß ist. Deswegen kann ich jetzt auch hier im Heißluftföhn wieder einfach schneller sein. Seht ihr, ich verflüssige das gerade, bringe es zum Runterfließen. Dann soll sich es da unten wieder in so einer Wurst ansammeln. Das ist ja für mich viel einfacher. Ich mache mir hier auch keine Gedanken drum, dass da irgendwas Fremdes oder eine Chemie in meinen Bienenwachs kommen könnte, weil ich stets immer sauber arbeite und bei mir generell nicht geputzt wird mit irgendwelchen Mitteln, die, keine Ahnung, irgendwie ins Bienenwachs oder in Honig kommen könnten. Das ist alles nur mit Wasser und mit Mechanik gemacht. Wenn überhaupt, gehe ich mal mit den effektiven Mikroorganismen über verschmutzte Oberflächen in der Imkerei. Ansonsten wirklich nur klares Wasser. Und sowas hier geht ja ganz schnell. Stoppmeißel und weg damit. Das kann übrigens schon wirklich gut wahrgenommen werden, dass jetzt dieser dritte Klärvorgang auch hier an der Oberfläche, also das Bienenwachs, einfach schon ganz anders da aussieht, wie beim ersten Vorgang. Es ist einfach klar geworden. Ich kann zwar jetzt hier nicht durchgucken. Hier kann man, wahrscheinlich spiegelt es auf der Kamera, aber es ist wirklich... Ja, ich kann noch nicht durchgucken, weil der Pegel noch nicht tief genug ist, aber es ist komplett klar. Ich habe hier nichts mehr an Schmutz am Rand. Und ja, deswegen war es die letzte Charge. Und in der Tat geht es dann ja eigentlich sogar viermal durch den Filter, weil wenn ich jetzt die Mittelwände gieße und die Wachsbarren, dann ist es ja das vierte Mal drin und dann habe ich da wieder die Chance, dass ich ganz unten der Schmutz wieder mit dem letzten Ausfluss wieder rausbekommen, also den Restschmutz. Das heißt, wenn jetzt jemand bei mir so einen Block kauft und den bei sich einschmilzt, dann kann dieser Block dann auf der Unterseite nicht so aussehen wie hier, sondern der ist dann komplett klar gelb. Das zeige ich euch natürlich im nächsten Video, wenn wir die ersten Blöcke und ja, wir können ja auch ein paar Wachsbienen dann noch machen. Da folgen auch noch Videos dazu. Zweiter Topf.
Und in der Zwischenzeit habe ich ja hier erstmal nichts zu tun. Ich könnte jetzt hier anfangen zu kratzen. Und ich denke, das machen wir auch so. Beim dritten Durchgang geben wir uns natürlich beim Kratzen besonders viel Mühe. Aber auch hier sieht man schon, eigentlich reicht aus, einmal mit dem Stockmeißel leicht drüber und unten drunter wird es wunderbar klar gelb. Aber bei so Sachen bin ich halt pingelig, deswegen schabe ich da jetzt auch mehrmals drüber noch. Wie gesagt, ist ja nicht verloren, das geht alles hier dann zum Altwachs rein gleich. Und auch hier von der Oberseite machen wir die 3 drauf. Für 3 Durchgänge. Von der Seite her, naja, also da brauche ich jetzt echt nichts mehr machen. Da ist einfach nichts mehr drin an Dreck. Gut gemacht. Und jetzt mache ich das mit allen Blöcken. Die werden dann hier gestapelt. Und dann wiegen wir die noch ab. Interessiert mich nämlich auch, was wir jetzt dieses Jahr an der Wachsernte bekommen haben. Okay, also wir haben jetzt hier, das ist der dritte Topf von dem Bienenwachs, wo hier zu diesem Hahn geht. Jetzt kippe ich das noch ein bisschen an und dann sind ja noch Schwebeteilchen von Klärvorgang 3 nach unten gegangen. Wenn ich die jetzt dann auch, also den Wachsblock, wo aus dem unteren Bereich so handhaben würde, wie jetzt hier die Blöcke von Durchlauf 3, dann ja, komme ich nicht auf das Ergebnis, wie eben hier die Wachsqualität im oberen Bereich von dem Klärautomat. Deshalb mache ich mir das Leben an der Stelle ein bisschen einfach, weil ich muss ja so noch in den Klärvorgang von meinem Altwachs gehen und ich lasse das entweder einfach drin, beziehungsweise ich lasse es ab, weil ich möchte es danach ja noch wiegen. Also ich schreibe mir das immer auf, wie viel Kilo Bienenwachs ich pro Jahr geerntet habe. Und deswegen lasse ich es halt einmal raus, kalt werden, schab's dann doch nochmal ab, wiegt das Ding und dann geht aber der ganze Block ins Altwachs wieder rein. Dann brauche ich mir da jetzt nicht sonderlich Mühe geben, weil wenn es jetzt sozusagen der letzte Abschluss wäre vom Altwachs, dann lasse ich das im dritten Vorgang raus, mach's schab's ab und dann kommt es nochmal rein, sozusagen als vierten Durchgang, ist aber hier in dem Bereich eben notwendig, weil es eigentlich von der Gesamtsumme dann am Ende dem zweiten Klärvorgang ja entsprechen würde und nicht dem dritten. Ja, aber letzten Endes, man sieht es dann ja auch, wenn man den, so einen Klunker rausholt und die Oberfläche ist wieder dreckig, dann lieber nochmal rein damit. So, aber wir möchten diesen Topf noch voll bekommen, deswegen kippen wir das jetzt nochmal. Und machen den auch noch schön voll. Und dann nochmal eine Ladung Wasser. Da kann ich jetzt tatsächlich den Topf einfach nehmen, weil, wie gesagt, der untere Teil von dem Bienenwachs geht nachher ins Altwachs rein. Ich lasse es nur raus, um zu wiegen. Deswegen kann ich jetzt auch noch so eine noch nicht sauber gemachten Hobbock benutzen. Was dann auch natürlich ins Altwachs reingeht, ist das geschabte Bienenwachs. Ihr seht ja, da ist sowohl gutes als auch noch verschmutztes drin.
Und ganz da unten, was ja der Anfang war von Klärvorgang Nummer 1, das ist ja hier am unteren Bereich. Also da ist es noch richtig dreckig, aber nichts von diesen Klunkern ist noch dreckiger wie das Altwachs vom Boden unten, wo gerade mal vom Dampfwachsschmelzer rauskommt. Auch von daher spielt es dann gar keine Rolle. Das ganze Ding landet nachher hier auch drin zum Altwachs dazu. Und das ist dann von mir gesehen, ja, tatsächlich jetzt ein Bereich, wo dann auch nicht gewogen wird. Ja, dreht sich vielleicht um. Na, das sind doch schon ein bisschen. Das sind nochmal 2-3 Kilo hier. Möchte ich aber auch dann nicht wirklich real dazu zählen zu dem Frischwachs, weil, naja, es ist halt wie gesagt eigentlich der, ja, der, wie sagt man das? Das Überbleibsel der Produktion, wo zwar nicht verschwendet ist, aber wenn ich das jetzt hier nochmal klären würde und wieder Kosmetikwachs davon mache, also meinen Frisch-Naturwabenwachs, das müsste ich ja dann nochmal dreimal denselben Vorgang geben wie hier. Und jetzt kommt halt das Ding dazu, was generell so ein Automat noch ausmacht. Man braucht eine Mindestmenge an Bienenwachs und die Mindestmenge ist halt schon, also der Vorgang lohnt sich nicht, wenn das Ding eigentlich nicht bis da oben voll ist. Jetzt habe ich doch vor lauter Reden den Topf nicht umgestellt. Das machen wir noch schnell. Und dann drehen wir den Hahn. Auch mit der Seite. Und wir müssen mit dem Heißluftföhn dran. Also man sieht natürlich auch, wenn man den unteren Hahn auslaufen lässt, das Bienenwachs fließt nicht so ruhig raus wie im oberen Ablass. Und das ist dann nochmal so ein Mitgrund, warum ich jetzt den letzten Klotz hier nicht als Charge Nummer 3 betrachten würde, sondern eher als Durchgang Nummer 1 oder 2. Und wenn es mein letzter wäre, also sprich, wenn das jetzt mein Altwachs wäre, dann kippe ich das halt noch ein paar Mal rein, so dann bis die Unterfläche wieder schön sauber ist. Ein bisschen kann ich jetzt auch hier drin lassen, weil ihr seht, da ist wieder jede Menge Dreck drin. Aber da kommt jetzt Altwachs drüber. Lassen wir jetzt laufen und dann holen wir die Blöcke drüben. Letzte Charge in diesem Jahr. Genau, hier ist das Altwachs. Viel weniger wie im letzten Jahr. Ui, das ist beinahe schief gegangen. So, und dann kommt das Gekratzte auch noch drauf. Hi, zurück zum Video, weil das hat man jetzt bestimmt nicht gesehen, aber ich habe seit gestern hier nochmal einen Cut gemacht. Lag einfach daran, dass die letzten Wachsblöcke, die jetzt hier stehen, noch gar nicht ausgekippt waren, beziehungsweise danach eben auch noch nass an der Unterfläche waren. Und wie ich ja schon gesagt habe, um Energie zu sparen im Heißluftföhn, warte ich immer einen Tag, bis die Oberfläche hier komplett trocken ist. Dann geht es schneller mit dem Gerät. Und was ich hier jetzt auch schon in der Zwischenzeit getan habe, das ist auch nicht auf Band, weil sonst wiederhole ich ja nur sozusagen den Tag 1 von dem Naturwabenbau Bienenwachs.
im Klärvorgang. Ich habe mittlerweile das Altwachs schon drin. Ich zeige es mal kurz. Also einen Tag später sieht das zum Beispiel Altwachs so aus. Da ist nicht wirklich ein Unterschied zum Klärvorgang Nummer 1 vom Naturwabenbau Bienenwachs. Das sind einfach nur zwei verschiedene Wachsqualitäten. Aber wie das Bienenwachs gereinigt wird, ist ja derselbe Prozess. Wir gehen zurück zu unserem Naturwabenbau. Slash in meinem Handel läuft es als Kosmetikwachs zurück. Und das ist das Jahresergebnis von 2021. Was ich jetzt noch schnell mache, weil die haben wir ja gestern gekratzt, das ist hier auf diesem Band drauf und jetzt kratze ich die noch schnell durch und danach wiegen wir das ab. Und zum Zweiten habe ich hier noch was. Ja, genau an dem kann man sehen, dass der Brita-Filter nicht mehr intakt war. Ich habe jetzt einfach eine neue Batterie mal reingemacht, die alte war wohl durch. Neuer Filter ist drin, Wasserkocher steht bereit für die nächste Charge und zurück hier zu dem Wachsblock. Nach dreimal Abschaben ist hier absolut alles weg. Bienenwachs ist übrigens ein Stoffwechselprodukt, das die Biene erst dann produzieren kann, wenn sie Zucker verdaut. Spielt in der Hinsicht übrigens auch keine Rolle, ob sie jetzt den echten Honig verdauen tut und konsumiert oder ob sie Zuckerwasser nimmt. Es geht einfach nur um den Baustoff Zucker und damit kann sie ihre Wachsdrüsen am Unterleib aktivieren. Das sind, wenn man die Biene auf die Unterseite dreht, der Abdomen ist nochmal geteilt über links und rechts. Da ist sozusagen, also die Platten in der Mitte haben dort keinen Verbund. Und deswegen liegen diese Abdomenplatten, diese Körperringe der Biene, liegen eben so übereinander mit einer Naht in der Mitte. Und links und rechts, jeweils unter den Filzbinden, sagt man, befinden sich diese Wachsschuppen. Das sind insgesamt 4 Stück auf jeder Seite. Also 8 Wachsdrüsen hat die Biene. Und bei Bedarf kann sie die eben aktivieren. Und dann schmelzt bzw. schwitzt die Biene aus ihrem Hinterleib dieses Bienenwachs aus den Drüsen raus. Durch die engen Filzbindenplatten der Biene wird das Bienenwachs als Platte ganz dünn und vor allen Dingen weiß rausgedrückt. Erstarrt sozusagen auch direkt beim Drückvorgang. Und in meiner Ausbildung, sofern ich mich hoffentlich richtig erinnere, wiegt jetzt eine einzige Wachsschuppe, die die Biene geschwitzt hat, 0,008 Gramm. Und jetzt gucken wir mal, was meine circa 100 Bienenvölker doch so gemacht haben. Ist bei mir übrigens schwierig zu sagen, ob es jetzt genau von 100 Völkern das Wachsergebnis ist, weil im Sommer halte ich ja in der regenerativen Bienenhaltung den doppelten Bestand, gehe dann vor der Jahreshälfte, also Richtung Winter, wieder auf meinen Ursprungswert von 99 Bienenvölkern zurück. Deswegen kann ich eigentlich nur einen groben Schnitt ermitteln, wie viel Kilo pro Volk jetzt abkam, aber wir nehmen einfach mal die 100 als Standardwert. Und los geht's. Erstmal gucken, wie viel so ein einzelner Wachsblock denn wiegt. 9,5 Kilo. Wow. Erster Block. 33,1. 33,1. Plus. 28,5 plus
ganz schön schwer. Voilà. Steht noch gerade. Nehmen wir den als Gegengewicht. 32 Kilo. Ich habe insgesamt dieses Jahr 93,6 Kilo frisches Naturwabenbau Bienenwachs, genannt auch bei mir Kosmetikwachs, geerntet. Für mich ist das hier wertvoller wie Gold. Und letzten Endes ist auch dieses Produkt in meiner Kindheit schon der Grund geworden, warum ich dann später Berufsimker geworden bin. Und jetzt das ganze Ding nochmal mit dem Altwachs. Dann bin ich für dieses Jahr durch. Und kaufen könnt ihr übrigens meinen Bienenwachs unter bivital.com. Auf Produkte und dann Bienenwachs drücken und dann einfach mal anschauen, was ihr da haben wollt. Bestellungen nehme ich telefonisch entgegen oder auch einfach per E-Mail. Ich freue mich auch, euch dieses kostbare Bienenwachs zusenden zu dürfen. Natürlich kann man es hier auch abholen mit Termin bitte. Und ansonsten, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen zum Wachsklärvorgang. Ich weiß, ich muss noch nachlegen mit der Technik. Das kommt noch. Ich gucke, dass ich da noch mich im Winter jetzt nämlich einlese in diese Tutorials, wie man besser schneiden tut oder wie ich zum Beispiel auch so einen Zeitraffer auf ein Video legen kann. Ich bin da noch ganz neu bei YouTube, wird sich aber über die Jahre bessern. Im nächsten Jahr machen wir das ganze Ding nochmal in einem Video und bis dato bin ich bestimmt auch versierter mit den technischen Einstellungen. Tschüss, bis dann!